Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich lasse mir heute beim Autohaus Körner in Berlin, Biesdorf, einem Hyundai-Händler, in unseren Ioniq Electric einen Subwoofer einbauen. Ich nehme euch gerne mit und habe mein bestes Mikrofon am Start, dass ihr auch vielleicht einen Unterschied hört. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ihr fragt euch jetzt ganz sicher, was soll denn das? Ja, ich bin als ehemaliger Bassist sehr auf die tiefen Töne in der Musik fixiert. Für mich ist so ein Lied halt eben von den tiefen Tönen über die Mitten bis zu den Höhen. Da muss alles irgendwie stimmen, man muss alles irgendwie gut hören können. Und das ist im Ioniq eigentlich ganz okay, wenn man den Bass so ein bisschen anhebt in der Regelung. Aber so richtig von den Socken haut es mich nicht. Jetzt weiß ich bin Familienvater, ich habe Kinder, ich brauche den Kofferraum. Ich kann mir jetzt also nicht so eine riesen Subwoofer in den Kofferraum stellen und habe dann gesehen auf der Seite von Hyundai im Zubehör, dass es einen Subwoofer gibt, der relativ flach ist. Ich blende euch mal ein Bild ein, den man im Kofferraum unterbringen kann, den man unter den Sitzen, unter die Sitze schrauben kann und der dann halt eben mit der bestehenden Anlage gekoppelt wird. Und dann kann man dann noch gewisse Sachen einstellen, die ganzen Parameter, was man ja sonst auch so machen kann. Und ja, ich habe ja schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Autohaus Körner in Berlin-Biesdorf bei der 30.000 Kilometer Durchsicht. Und sie haben mir die Zusammenarbeit angeboten, was ich ziemlich cool finde, weil es gar nicht so einfach ist, da irgendwie Informationen zu finden über den Subwoofer, wie der eingebaut wird, wie der klingt und wie das Ganze überhaupt großartig funktioniert. Da gibt es also so gut wie nichts im Netz. Ich habe einen Händler gefunden, der den irgendwie verkauft. Da gibt es auch eine Einbauanleitung mit bei als PDF, aber das war es dann auch schon so. Ja, also in Zusammenarbeit in dem Sinne, dass ich leider nicht mit rein darf, filmen darf, Fotos machen darf. Das hängt einfach mit dem Arbeitsschutz zusammen, also mit den ganzen Verordnungen, die es da gibt. Und die Zusammenarbeit sieht so aus, dass dort vor Ort dann nachher wir kurz drüber reden, was ich gerne haben möchte. Und dann die Mitarbeiter mit einem Handy oder irgendwie sowas filmen oder wenigstens Fotos machen von dem Einbau. Ich vermute mal, dass hier vorne in dem ganzen Bereich irgendwo einiges auseinandergenommen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach so angeklipst wird. Der hat eine eigene Stromversorgung, der braucht halt eine Stromversorgung, ist halt eben ein aktiver Subwoofer. Er wird hinten am Radio irgendwie angestöpselt und dann gibt es so eine Art kleine Fernbedienung, wie ich jetzt gesehen habe, so sah das zumindest aus, wo ich dann diese Parameter einstellen kann. Von der Positionierung denke ich, dass ich den unter dem Beifahrersitz bauen lassen werde, weil meine kleinere Tochter auf der rechten Seite sitzt und die hat noch ein bisschen kürzere Beine und Füße und kommt dann da unten noch nicht wirklich ran. Der Bass, also tiefe Töne, verteilen sich ja irgendwie, ohne dass man den großartig orten kann. Insofern denke ich, dass ich das, glaube ich, wirklich unter den Beifahrersitz packen werde. Und ja, ganz zur Not, ich glaube, wenn er angeschlossen ist, dann ist es auch gar kein großes Problem, den halt vielleicht dann unter meinen Sitz zu bringen. Aber momentan denke ich, ohne mich vorher jetzt großartig informiert zu haben, denke ich, dass die Position unter dem Beifahrersitz die optimalere ist. Damit ihr euch vielleicht mal so einen kleinen Eindruck von schaffen könnt, habe ich jetzt mal mein bestes Mikrofon an die Kamera geklemmt und mal eine lizenzfreie Musik rausgesucht, die ich jetzt einfach mal abspielen möchte, in der Hoffnung, dass ihr das irgendwie wahrnehmen könnt, den Unterschied. Ich habe jetzt also die normale Anlage, der Bass ist ganz leicht erhöht, die Mitten halt und die Höhen sind ganz normal und das klingt schon nicht verkehrt, aber ja, so ein paar Tiefen mehr wären schon schön. So. Da. Super Technik hier. Ist übrigens eine meiner Lieblings-A Cappella-Bands. Ein steiler Pfad zur Klippe und der Augenblick. Tiefblaue Tiefe. Sträubt sich dein Fell, dein Herz schlägt schwindelig schnell, pures Adrenalin. Du bist zum Springen. Ja, sollte reichen, vielleicht hört man es auch gar nicht. Aber das soll jetzt kein großartiges technisches Video werden, sondern einfach von den Gefühlen geleitet werden, von dem, was mein Ohr mir weitergibt. Ich blende die technischen Daten mal ein und werde mich jetzt auf den Weg machen zum Autohaus. Dann gebe ich das Auto ab und kann es dann hoffentlich morgen oder übermorgen wieder abholen. Es geht sicherlich schneller einzubauen, aber ich habe leider nicht die Zeit da zu warten oder irgendwie gleich dann nächsten Tag noch reinzukommen. Insofern geht das Video dann wahrscheinlich, wenn alles gut klappt, erstmal damit weiter, dass ihr seht, wie das Teil eingebaut wird und dann melde ich mich mit einem Feedback. Viel Spaß dabei! Kopfsprung in ein anderes Blau.
Einmal fliegen, es fängt dich auf. Kopfsprung und dann schwerelos. Wenn du auftauchst, sieht alles anders aus. Du und sie und ein perfekter Augenblick, an dem das Denken seinen Geist aufgibt. Ihr Blick auf einmal so nah, Lippen machen dir klar, sie könnten dich jetzt verschlingen. Du bist zum Springen geboren, also spring. Kopfsprung in ein anderes Blau. Einmal fliegen, es fängt dich auf. Vorhang bis zum Augenblick, an dem da draußen alles Licht ausgeht. Ein letzter prüfender Blick, ein letztes Wünschen von Glück und jeder Zweifel verklingt. Wir sind zum Springen geboren, spring. Kopfsprung in ein anderes Blau. Einmal fliegen, es fängt dich auf. Kopfsprung und dann schwerelos. Wenn du auftauchst, sieht alles anders aus. Du steigst auf jede Klippe für den Augenblick, an dem du loslässt und einfach springst. So, na dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hatte den Wunsch, den Subwoofer unter dem Beifahrersitz zu befestigen. Das liegt daran, dass Linchen links sitzt mit ihren langen Füßchen, da brauchst du genug Platz, und die kleine Tochter hier auf der rechten Seite. Von hier oben sieht man also gerade mal vorne die Box so ein bisschen, ne? Also hier ist noch massig Platz. Ich habe jetzt den Sitz gerade mal ganz weit nach vorne geschoben für Füßchen, für Ladekabel, was wir hier ab und zu mal hinlegen. Also da ist genug Platz noch für andere Sachen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ragt hier weiter noch rein. Finde ich super. Festgeschraubt das Ganze, dass er nicht verrutschen kann. Schön mit Unterlegscheiben. Sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Ausgesorgt wurde auch. Vielen Dank dafür. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass das eine Zusammenarbeit ist zwischen mir und dem Autohaus. Wir haben es also so gemacht, dass wir die Kosten aufteilen. Ich übernehme also den Part für den Subwoofer und die Montage hat das Autohaus Körner in Biesdorf freundlicherweise übernommen. Ist natürlich nicht so, dass dadurch meine Meinung jetzt beeinflusst ist, sondern ich werde euch ganz normal erklären und ja, vermitteln, wie das Teil für mich klingt. Ich hoffe, es klingt sehr gut, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat hier mit dem Hin- und Herkarren. Und das ist natürlich davon unbeeinflusst, meine Meinung. Und ja, wie immer bei den ganzen Videos, die ich für euch so mache. Ja, also Subwoofer fällt schon mal so gut wie nicht auf. Und wir haben hier in der Mittelkonsole noch die kleine Fernbedienung mit dem Kabel. Die wurde auch hier fachmännisch reinverlegt, wo ich dann nochmal die Tiefen einstellen kann, die Frequenz einstellen kann. Und ja, jetzt kommen wir zum Teil, auf den ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit wartet, auf den Soundtest. Ich habe ein bisschen Angst. So, also wir haben hier wieder unser Lied von meiner Lieblings- und auch übrigens Carolines A Cappella Band. Hier habe ich nochmal den Schalter, ich bin gerade mal kurz durchgegangen. Wir haben jetzt also hier die Möglichkeit, das Level einzustellen, ne? Also Min und Max mit diesem Drehverteilchen hier. Die Frequenz, ich habe die jetzt mal auf 125 Hertz, ne? Also so ein Subwoofer kann ja schon in den Bereichen gut arbeiten. Hier kann ich irgendwie noch eine Phase einstellen, Normal oder Reverse wahrscheinlich. Ich habe jetzt mal Reverse genommen und hier gibt es nochmal Dynamic und Deep. Deep vermute ich mal als ja, so eine Vertiefung nochmal.
Ich mag das immer ganz gerne, wenn das halbwegs mittig steht alles und man nach oben noch ein bisschen Platz hat, weil dann klingt es meistens irgendwie am besten und ja, soll ja auch nicht so im Vordergrund stehen, dass es einen die Ohren wegfetzt. So, na dann. Na dann geht's jetzt los mit meiner und Carolinchens Lieblings-A-Cappella-Band. Mal hören. Also es scheint schon mal anders zu klingen, nach deinem Gesichtsausdruck zufolge. Wie fühlt sich's an? Komisch. Genau, also wahrscheinlich merkt Caroline den Subwoofer unter sich so ein bisschen arbeiten. Es klingt also für mich wesentlich stimmiger. Man hört die Tiefen jetzt raus, obwohl wir jetzt gerade mal irgendwie im Mittelfeld sind. Muss ja nicht immer so sein, dass einem das so komplett immer die Ohren wegfetzt. So lange geht das Lied nicht. Ja, also ich glaube, ich muss hier noch den Einstellungen ein bisschen arbeiten. Mir ist jetzt fast schon wieder ein bisschen zu viel. Aber dadurch, dass wir das ja gerade mal abgeholt haben, müssen wir uns mal ein bisschen rantasten, eintasten. Ich bin zufrieden, mir gefällt's. Carolinchen will jetzt wahrscheinlich immer nur noch auf dem Beifahrersitz sitzen, damit, weil der so schön vibriert. Ja. Auch eine super Sache. Ja, also ich finde super. Ist natürlich jetzt kein Klang in einem, ich weiß nicht, AMG, der jetzt irgendwie für 20.000 Euro eine Anlage bekommen hat. Aber das, was ich wollte, ne, dass man die Tiefen ein bisschen besser wahrnimmt, dass es so ein bisschen grummelt im Bauch, das haben wir hier auf jeden Fall. Man muss auch gucken, das Teil ist, ihr habt es ja gesehen, auch relativ klein. Ne? Man muss halt immer abwägen vom Platz im Kofferraum, lege ich mir so eine Bassbox rein, kriege ich nichts mehr für die Kinder rein. Insofern, also für die Leistung bin ich super zufrieden. Ich melde mich vielleicht nochmal später, wenn wir das ausgiebig getestet haben. Aber bis dato gefällt es mir ziemlich gut. In diesem Sinne danke ich euch sehr fürs Zugucken, Zuhören vor allem. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.